Athletinnen und Athleten, die im vergangenen Jahr mit herausragenden sportlichen Leistungen glänzten, sind am Mittwochabend in der Kälte in Mühlacker geehrt worden. 58 Aktive erhielten von Oberbürgermeister Frank Schneider und dem Stadtsportverband Mühlacker Medaillen und Urkunden. Das sind Leistungen ab Baden-Württemberg, sind Meisterschaften nach oben. Das sind also besondere Dinge, die also hervorgehoben werden müssen, damit man sieht, dass in der Stadt Mühlacker auch Leute sind, die im Sport wirklich was erreichen können. Und ich finde das ganz toll. Jugendliche und Erwachsene aus 14 verschiedenen Vereinen wurden gleichermaßen geehrt. Roxana Nothaft nahm von Frank Schneider eine Goldmedaille in Empfang. Die Taekwondo-Kämpferin ist siebenfache deutsche Meisterin. Außerdem wurden Silber- und Bronzemedaillen überreicht. Wir ehren unsere Sportler jedes Jahr, weil wir stolz sind, weil die Sportler hervorragende Leistungen bringen und damit natürlich ein Aushängeschild sind für unsere Stadt und Werbung für uns machen. Schon zum 37. Mal werden die Leistungen von lokalen Sportlern durch die Stadt Mühlacker gewürdigt. Ich bin auf alle Sportler stolz, weil sie sich Mühe geben, weil sie in der Woche mehrfach trainieren, Einsatz geben und damit Vorbild sind für alle anderen. Die Veranstaltung in der Kelter zeigt das lebendige Vereinsleben der Stadt. Mühlacker hat nicht nur viele Sportler, sondern auch erfolgreiche.